Sondern wir machen weiter. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, der ersten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie der Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung. Ich eröffne die Aussprache und als erstes hat das Wort für die Bundesregierung Professor Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, heute geht es um das Pflegeentlastungsgesetz. Oft ist es ja bei Gesetzen so, dass man nicht weiß, was sich hinter dem Namen des Gesetzes verbirgt. Hier könnten die Dinge nicht einfacher sein. Es geht um die Entlastung in der Pflege. Und weshalb brauchen wir die Entlastung in der Pflege? Naja, wir haben die Situation, dass in der Pflege die Situation sich seit Jahren so darstellt, dass die Pflege belastet ist und zunehmend belastet ist. Und das hat sich durch die Pandemie eher verstärkt und verschlechtert. Das gilt nicht nur für die Krankenhauspflege, sondern auch für die Langzeitpflege. Wir sind aber heute insbesondere mit der Krankenhauspflege beschäftigt. Und hier haben wir die Belastung. Wir haben zum einen sehr viele stationäre Betten im internationalen Vergleich. Wir haben sehr viele Eingriffe, die eigentlich auch ambulant erbracht werden könnten. Und wir haben lange Liegedauern. Außerdem ist die Pflege in Deutschland so strukturiert, dass viele Aufgaben, die der Pflege eigentlich vorenthalten sein könnten, nicht von der Pflege erbracht werden dürfen. Somit ist die Pflege in vielerlei Hinsicht nicht so genutzt, wie sie genutzt werden könnte. Zu viele stationäre Aufenthalte. Die Pflege wird nicht voll in diese Bereiche gebracht, wo sie arbeiten, wo sie helfen könnte, und dann eine Dauerbelastung. Was kann dieses Gesetz also beitragen, um dieser Problematik Herr zu werden? Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern. Und dazu muss erst einmal stationsgenau festgehalten werden, wie ist die Belastungssituation. Und das kann man, indem eben dokumentiert wird, welche Pflege notwendig wäre, und das vergleicht mit der Pflege, die vorhanden ist. Daraus kann man die tatsächliche Belastung dann ableiten. Und wenn man das abgeleitet hat, dann soll es dabei nicht bleiben, sondern dann folgt dann eine Entlastung. Diese Entlastung kann zum Beispiel darin bestehen, dass mehr Feiertage, mehr freie Tage also eingeführt werden, dass also Schichten abgebaut werden, dass es zu mehr Urlaub kommt, dass es zu Entlastungen kommt oder auch zu einer besseren Vergütung. Und wenn das nicht anders geht, dann können auch bestimmte Leistungen, die nur erbracht werden können, weil die Pflege überlastet ist, die können dann nicht mehr angeboten werden. Dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist auch die ein oder andere Operation nicht mehr durchzuführen. Wenn eine überflüssige Operation durchgeführt wird auf Kosten der Pflege, auf Kosten einer dauerhaften Überlastung der Pflege, dann ist das nicht hinzunehmen. Somit kann man das Gesetz auch wie folgt beschreiben. Wir machen hier ernst mit einer Entlastung der Pflege. Wir dokumentieren die Überlastung. Wir führen Sanktionen ein. Und diese Sanktionen können dann auch so weit gehen, dass bestimmte Leistungen nicht mehr erbracht werden können. So weit sind wir hier bereit zu gehen. Das dafür genutzte Instrument PPR 2.0 ist das Ergebnis der konzertierten Aktion. Wir haben das im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir das umsetzen wollen. Das machen wir jetzt. Es wird aber nicht die einzige Maßnahme sein, mit der wir die Pflege entlasten werden. Wir haben hier zunächst einmal die Situation, dass wir viele Eingriffe machen, die in Deutschland stationär durchgeführt werden mit einer Übernachtung, wo die Übernachtung medizinisch eigentlich gar nicht indiziert ist und oft mehr Probleme bringt, als die Probleme löst. Da wollen wir mit Tagespauschalen, dass auch DRG, die Fallpauschale, abgerechnet werden kann, ohne dass man übernachtet, insbesondere die Schichtdienste in der Pflege abbauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben dann weniger Schichtdienste in der Pflege. Das wäre eine wesentliche Entlastung.
Zum Zweiten, wir wollen genau prüfen, welche Eingriffe sind möglicherweise ganz ohne eine stationäre Versorgung möglich. Daher dehnen wir den Katalog aus von Leistungen, die auch ambulant erbracht werden können, die wir derzeit stationär erbringen, um den stationären Bereich auf das zurückzudrängen, was medizinisch notwendig ist. Und zum Dritten, wir wollen darüber hinaus die Pflege auch so gestalten, dass Pflegekräfte auch die Leistungen erbringen können, für die sie ausgebildet worden sind. In Deutschland ist die Ausbildung oft viel besser als das, was in der Pflege dann geleistet werden kann, weil viele Eingriffe, viele Verrichtungen der Pflege nicht erlaubt sind, obwohl sie diese sehr gut machen könnten. Wir wollen daher den Beruf professionalisieren, auch stärker akademisieren, aber auch in der vollen Blüte zu Tragen kommen lassen, sodass wir mit dieser Entlastung also mehrere Achsen gleichzeitig verfolgen: Entlastung der Pflege durch den Abbau von Schichten in der Nacht, dann eben das Pflegeentlastungsinstrument, wo wir die Überlastung sichtbar machen, wo dann Sanktionen kommen, und bessere Nutzung der Pflege, indem wir die Pflegekräfte auch an Leistungen heranbringen, für die sie erstklassig ausgebildet sind, die sie bisher nicht machen durften. Das wird den Beruf attraktiver machen. Ich komme zum Schluss. Also dieses Gesamtpaket ist aus meiner Sicht aus einem Guss. Es ist ein Paket, wo wir auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, denn bessere Pflege ist teurer, das muss ja auch gesagt werden, das ist teurer, aber es wird insbesondere eine bessere Versorgung sein. Wir werden dann also lange arbeiten, wir werden mehrere Gesetze hintereinander bringen, aber dieses kurzfristige Pflegeentlastungsgesetz, das ist wirklich etwas, worauf die Pflege sehr lange schon wartet, was wir schnell einführen werden, womit wir die Transparenz bekommen, die wir benötigen, um die Pflege zu entlasten. Und auch jetzt ist nicht alles schlecht, weil wir diese Schritte gehen, weil jeder weiß, dass wir da ernst machen. Ist die Zahl der Auszubildenden in der Pflege wieder gestiegen, auch die Zahl der Vollzeitkräfte in der Pflege ist wieder gestiegen und auch die Bezahlung steigt. Somit ist es nicht alles schlecht. Wir gehen nach vorne, etwas langsamer, als es sein müsste, aber man darf die Pflege nicht kleiner reden, als sie ist. Ohne die Pflege wären wir niemals so, durch die Pandemie gekommen. Die deutsche Pflege steht stark und wir werden sie weiter stärken. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion ist Dietrich Monschardt jetzt der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren, stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Kind braucht dringend medizinische Hilfe, doch der Krankenwagen fährt von einem Krankenhaus zum nächsten, weil die Krankenhäuser keine Patienten mehr aufnehmen und Ihr Kind deshalb nicht schnell und angemessen behandelt werden kann. Das ist keine Fiktion, meine Damen und Herren, sondern Realität. Hier bei uns, hier in der Hauptstadt. Unsere Krankenhäuser sind so überfordert, dass sie kaum Patienten aufnehmen können. Wachsende Defizite, der Wegfall von Corona-Ausgleichszahlungen, stagnierende stationäre Fallzahlen und Erlösausfälle durch Personalmangel, Inflation, steigende Energiekosten, Vorbereitung auf erwartbare Blackouts spitzen die Lage dramatisch zu. Herr Minister, Ernst ist hier dringend geboten. Die Maßnahmen dieser Regierung, dieser Koalition kommen zu spät. Es kommt schlichtweg zu wenig. Um dem entgegenzutreten bzw. um unsere Einrichtungen zu entlasten, brauchen diese Häuser einen rückwirkenden Inflationsausgleich. Meine Damen und Herren von der Koalition, wo bleibt hier der Doppelwumms? Unsere Krankenhäuser müssen seit Jahren mit immer größeren Problemen kämpfen. Bestehende Investitionsstaus, eine Pandemie, die das gesamte medizinische Personal an die Grenzen gebracht hat, und ein Krieg im Herzen Europas, der steigende Energiekosten und Inflation verursacht. Viele dieser Krankenhäuser sind in schweren wirtschaftlichen Schieflagen. Herr Bundesminister, Sie müssen dringend handeln. Und nach meiner Wahrnehmung sollte die Regierung sich weniger mit dem Legalisieren von Kiffen beschäftigen. Sie sollen endlich die wirklichen Probleme angehen. Das hier vorliegende Gesetz mit zum Beispiel der Regelung zu PPR 2.0 ist nicht nur handwerklich mangelhaft, sondern vor allem inhaltlich. Es bietet faktisch keine Entlastung für unsere Krankenhäuser. Meine Kollegin Frau Borchert wird hierzu Näheres ausführen. Im Gegenteil.
Im Gesetz vorgesehene Regelungen zu Dokumentations- und Nachweisverpflichtungen führen zu einem noch höheren Bürokratieaufwand. Krankenhäuser, die ihre bereits begrenzten Personalkapazitäten im Bereich der Patientenversorgung dringend brauchen, müssen Pflegepersonal nun für diesen erhöhten Bürokratieaufwand einsetzen. Bei Nichtbefolgung drohen sogar Sanktionen, die die wirtschaftliche Situation weiter verschärfen. Unsere Krankenhäuser, meine Damen und Herren, brauchen mehr Flexibilität. Richtig wäre ein dynamisches System, welches eigenverantwortlich vor Ort Entscheidungen ermöglicht, wie und wo knappe Ressourcen Personal, wie die knappe Ressource Personal eingesetzt werden kann. Ein entsprechender Initiativantrag unserer Fraktion hierzu liegt vor. Die Pandemie, der Personalmangel, die Energiekrise sowie die Inflation setzen unsere Kliniken massiv unter Druck. Die wirtschaftliche Prognose für 2022 ist alarmierend. Knapp 70% der Krankenhäuser machen Verluste. In den nächsten 5 Jahren wird sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser weiter verschlechtern. Insolvenzen drohen in nicht gekannter Größenordnung. Aber vielleicht, meine Damen und Herren, hält es diese Bundesregierung mit der Insolvenzdoktrin von Herrn Habeck. Menschen werden dann ganz einfach nicht versorgt und mit den dann ganz einfach nicht zu verhindernden Konsequenzen. Meine Damen und Herren, das ist insbesondere für Menschen im ländlichen Raum ein gravierendes Problem. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum droht ganz oder in großen Teilen wegzubrechen. Diese Situation wird durch den Fachkräftemangel weiter verschlechtert. Ungeklärt und in diesem Gesetz nicht geregelt sind die Fragen des Ausbaus der Telemedizin und Telematik, die hier zu einer Verbesserung führen können. Das gilt auch für eine weitere Ambulantisierung, wie auch die angekündigte Krankenhausstrukturreform. Wollen Sie, Herr Bundesminister, dass dieser Ausnahmezustand unserer Krankenhäuser dauerhaft bleibt, dass die Krankenhäuser sich bei Notfällen dauerhaft abmelden? Dieses Gesetz muss dringend nachgebessert werden. Wir stimmen dem Gesetz nicht zu. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Cordula Schulz-Asche das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Mohnstadt, ich respektiere Sie ja seit langem auch für Ihre Arbeit hier im Parlament, aber Ihre Rede hier gerade hat mich doch sehr erstaunt. Nicht nur, dass Sie hier Vorwürfe erhoben haben nach einem Jahr dieser Regierung, wo 2 Legislaturperioden 8 Jahre lang Gesundheitsminister der CDU hier regiert haben. Und von daher wäre etwas Selbstkritik angemessen gewesen. Und es wäre sicher auch angemessen gewesen, wenn Sie zu dem Thema Krankenhauspflegeentlastungsgesetz und nicht über Hinz und Kunst geredet hätten. Dankeschön. Die professionell Pflegenden in diesem Land warten seit Jahren auf spürbare politische Entscheidungen, die ihren Alltag erleichtern. Die Corona-Pandemie war eigentlich nur das Brennglas, das auf ein völlig ausgedörrtes Gesundheitssystem entzündet hat. Und wir können uns nicht länger damit begnügen, einzelne Feuer zu löschen, sondern wir brauchen endlich eine nachhaltige Strategie für die Zukunft unseres Gesundheitswesens. Der demografische Wandel mit Alterung und Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Und trotz einiger Verbesserungen auch durch die Vorgängerregierungen blieben spürbare Reformen in der Krankenhauspflege aus. Und die Ampelregierung wird jetzt diese Reformen in Angriff nehmen. Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, damit Bürgerinnen und Bürger, die jetzt und in Zukunft in ein Krankenhaus kommen, noch gute Pflege erwarten können. Dazu brauchen wir mehr Pflegekräfte. Wir brauchen mehr Pflegekräfte auch gerade bei den Patientinnen und Patienten. Und das wollen wir mit einer detaillierten wissenschaftlichen Personalbemessung erreichen. Diese ist jetzt zu entwickeln. Für eine gute Übergangslösung haben 3 wesentliche Akteure des deutschen Gesundheitswesens, nämlich der Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und Verdi, gemeinsam die Pflegepersonalregelung PPR 2.0 erarbeitet. Und dieser Vorschlag wird jetzt endlich auf den Weg gebracht, denn professionelle Pflege braucht jetzt deutliche Zeichen für schnelle Verbesserung. Und dazu gehört auch eine verbindliche Zusage der entsprechenden Finanzierung. Das sage ich ausdrücklich. Dies und andere Unklarheiten im Gesetzentwurf werden wir in den nächsten Tagen ausräumen. Wenn wir in unserem Land steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel in Einklang bringen wollen, brauchen wir auch eine Strukturreform des Gesundheitswesens.
Dazu gehört die Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit dem ambulanten Sektor. Wir brauchen Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe. Und insbesondere brauchen wir eine Aufwertung der Fachpflege. Dazu gehören Personalbemessungsinstrumente, mehr berufliche Perspektiven, erweiterte Tätigkeitsprofile und mehr Selbstbestimmung der Pflegefachpersonen. Und in diesem Sinne werden wir Pflege stärken, nachhaltig aufwerten, und zwar konsequent in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich danke Ihnen. Dr. Christina Baum spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Um es gleich vorwegzunehmen, mit diesem Gesetz wird es keine einzige Pflegekraft mehr im Gesundheitswesen geben, denn die Festlegung einer Personalbesetzung ergibt überhaupt nur dann Sinn, wenn genügend Personal vorhanden ist. Anscheinend hat Ihnen, Herr Lauterbach, noch niemand gesagt, dass es genau daran mangelt, und dies schon seit vielen Jahren. Auch dass die geburtenstarken Jahrgänge nun in Rente gehen und dann über kurz oder lang zumindest teilweise auch auf Pflege angewiesen sein werden, dazu braucht es keine Weissagung. Diese demografischen Zahlen liegen allen seit langem vor. Warum fragen Sie nicht die direkt Betroffenen, nämlich die Pfleger selbst, welche Voraussetzungen erforderlich sind, um wieder einen personellen Zuwachs zu generieren? Ich habe das getan. Dazu gehört primär die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit, ordentliche Arbeitsbedingungen mit mehr Zeit für die Patienten, vernünftige Bezahlung und weniger sinnlose Bürokratie. Im Mittelpunkt der Pflege muss immer das Patientenwohl stehen, die liebevolle Umsorgung der Kranken, die wesentlich zur Gesundung beiträgt. Was Sie persönlich, Herr Lauterbach, unter Wertschätzung verstehen, hat die ganze Republik erfahren, als sie den ungeimpften Pflegekräften nach 2 Jahren Einsatz zuriefen, ihre Arbeit hat keinen Beitrag geleistet und damit einen Spaltkeil in die Pflege getrieben haben. Denn es sind auch die Ungeimpften, die aktuell vielerorts den Betrieb am Laufen halten und dies aufgrund der klugen Entscheidungen der meisten Gesundheitsämter, die sie bis heute weiterarbeiten ließen. Diese Mitarbeiter haben damit mehr Realitätssinn und Verantwortungsbewusstsein bewiesen als unser Krankheitsminister. Was geschieht eigentlich mit den Krankenhäusern, die die vorgegebene Personalbesetzung nicht einhalten können, weil einfach keine Leute zur Verfügung stehen? Die werden dann obendrein zu ihren Personalproblemen auch noch dafür bestraft, dass sich durch politische Fehlentscheidungen die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren so dramatisch verschlechtert haben, dass niemand mehr in diesem Beruf überhaupt arbeiten möchte. Oder sie müssen ganze Abteilungen schließen oder werden gezwungen, Betten abzubauen, um einer Strafzahlung zu entgehen. Das kann jeden Einzelnen von Ihnen auch treffen, dass Sie vor einem verschlossenen Krankenhaus stehen. Es muss deshalb für viele Mitarbeiter wie ein Hohn klingen, dass Sie diesen Entwurf Krankenhauspflege-Entlastungsgesetz nennen. Auch die jahrelange Praxis, gut ausgebildetes Personal aus ärmeren Ländern abzuziehen, war moralisch immer fragwürdig und von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil es keine dauerhafte Lösung sein kann. Wir brauchen wieder ein System, das auf dem alten Grundverständnis basiert, dass Gesundheitsversorgung Daseinsfürsorge ist, dass nicht Wirtschaftlichkeit oder gar Profit eines Krankenhauses, sondern das Wohl der Patienten im Vordergrund steht. Lassen Sie die Pfleger wieder in Ruhe und ohne Bevormundung ihre Arbeit machen, von der sie ohnehin nichts verstehen. Streichen Sie endlich das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dann werden viele in ihren Beruf zurückkehren und neue hinzukommen. Der Pflegemangel ist kein Mangel an Personalgrenzen. Er ist und bleibt ein Mangel an politischer Kompetenz. Danke schön. Nicole Westig ist die nächste Rednerin für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Endlich liegt er vor uns, der Gesetzentwurf zur Pflegepersonalregelung 2.0 in unseren Kliniken. Damit werden wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Pflegerat, Krankenhausgesellschaft und Verdi haben die PPR 2.0 in der letzten Wahlperiode gemeinsam erarbeitet. Aber lange schlummerte das Konzept in einer Schublade des BMG. Jetzt setzt die Fortschrittskoalition dieses Vorhaben um. Dabei müssen wir ehrlich sein. Die PPR 2.0 löst nicht mit einem Federstrich die Personalprobleme in unseren Kliniken. Doch als lernendes System liefert sie uns den entscheidenden Schlüssel dazu. Als Bundesregierung senden wir das Signal an die Pflegenden, wir sind bereit, Transparenz zu schaffen und lassen zu, dass Lücken sichtbar werden. Denn aufgrund ihrer übermäßigen Belastung können Pflegende nicht vernünftig ihrer Arbeit nachgehen und weder den Patienten noch ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Das schafft großen Frust und führt im schlimmsten Fall zum Flexit. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht länger zulassen. Die PPR 2.0 weist uns auch den Weg raus aus den Pflegepersonaluntergrenzen. Denn diese haben ihren Zweck nicht erfüllt. Sie stellen einen reinen Rechenwert dar und sagen nichts über die Pflegequalität aus. Wir brauchen aber eine Personalausstattung, die sich am tatsächlichen Patientenbedarf orientiert. Der Gesetzentwurf schafft dafür eine Grundlage. Wir müssen allerdings noch einige Verbesserungen vornehmen. So gehört gerade die Personalbemessung in der Intensivpflege dazu und muss konkret benannt werden. Als FDP möchten wir die Pflegewissenschaft und das Pflegemanagement aktiv in den Prozess einbinden. Denn sie liefern uns Antworten auf die entscheidende Frage nach dem Qualifikationsmix und der besten Aufgabenteilung im Team. Das Gesetz ist ein erster Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Damit dies gelingt, müssen weitere Vorhaben wie Zahnräder ineinandergreifen. Zum Beispiel, der Minister hat es angesprochen, die Krankenhausstrukturreform. Denn mit ihr können wir das Personal, das uns zur Verfügung steht, auch zielgenau einsetzen. Gemeinsam mit den Ländern müssen wir die Pflegeausbildung stärken, mit einheitlichen Qualitätsstandards für die Pflegeassistenz und dem Ausbau akademisierter Pflege, besonders der Pflegepädagogik. Ebenso gilt es, die Anerkennung von Fachkräften aus dem Ausland jetzt dringend zu beschleunigen. Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen? Ich bin jetzt fast am Ende. Dann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alles das wird diese Koalition beherzt angehen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Atış Günüber hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wie eine eigentlich gute Idee, die PPR 2.0, so schlecht umgesetzt werden kann, das ist wirklich eine Frechheit. Eine Frechheit gegenüber denjenigen, die das Ganze erarbeitet haben, eine Frechheit vor allem gegenüber den Pflegekräften hier im Land und dem gesamten medizinischen Personal, weil die mit der Vorlage nun wirklich niemals entlastet werden. Aber es ist beispielhaft für das Ministerium und Herrn Lauterbach, und zwar in drei Punkten. Erstens. Lauterbach und sein Ministerium scheinen überhaupt nicht den Anspruch auf eine Richtlinienkompetenz für den Gesundheitsbereich zu besitzen oder zu verlangen. Das hat man bei der Pandemiepolitik vermehrt feststellen dürfen. Und nun steht im vorliegenden Gesetz das Bundesfinanzministerium sogar mit Vetorecht. Und da ja die Frage im Raum steht, woher das Geld in der jetzigen angespannten Situation für die Einstellung notwendiger Pflegekräfte kommen soll, ist der Entwurf mit dem Vetorecht nun wirklich ein schlechter Witz. Und wir beschweren uns ja immer wieder mal gemeinsam mit der CDU, dass der Gesundheitsminister so sehr selten unseren Ausschuss besucht. Und ich würde einfach vorschlagen, wir könnten uns mal ehrlich machen, laden wir den Finanzminister ein. Der taugt mir politisch zwar noch weniger, aber er scheint irgendwie Entscheidungskompetenzen in dieser Regierung zu besitzen. Zweitens.
Der Koalitionsvertrag ist für Lauterbach, Herrn Lauterbach, obsolet. Und das ist nun wirklich bemerkenswert von der SPD, nun nicht nur von der SPD, aber man ist ja gewohnt, dass vor der Wahl Sachen versprochen werden, danach aber nicht umgesetzt werden. Bei Herrn Lauterbach sind selbst nach der Wahl unterschriebene Koalitionsverträge Makulatur. Das Versprechen im Koalitionsvertrag war, wir setzen kurzfristig PPR 2.0 um. Nun schreiben die Erfinderinnen und Erfinder der Pflegepersonalregelung 2.0, das steht gar nicht drin. Der Pflegerat, DKG, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Verdi haben das Konzept erarbeitet. Sie schreiben, ich zitiere, dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf fehlt der eindeutige Bezug zur Pflegepersonalregelung 2.0 und weiter, der Entwurf birgt die Gefahr, dass das gesamte Personalbemessungssystem verpufft, die Umsetzung des PPR 2.0 bleibt offen. Drittens, und das verdient nun wirklich irgendwie Respekt, der Ankündigungsminister Lauterbach, der ein Jahr lang von Ankündigungen allein lebt, der seit einem Jahr bis auf einen winzigen Pflegebonus kein Koalitionsversprechen umsetzte, schafft es nun selbst ein Gesetz zu schaffen, das nahezu ausschließlich ankündigt, prüft, in Aussicht stellt, aber keine Regelung umsetzt, sondern das eigentlich Entscheidende in Verordnungen regeln will. Das ist nun wirklich richtig spannend, Herr Lauterbach. Wir werden im Ausschuss einiges zu tun haben, um das alles noch irgendwie zu retten. Denn ich fasse zusammen, das ist das Gesetz eines Ministers, der von Ankündigungen lebt, Versprechen nicht einhält und die Restkompetenz dann sogar noch an andere Minister abschiebt. Es könnte witzig sein, in der Pandemie ist es eine Frechheit für die Pflegekräfte und das gesamte medizinische Personal, das seit Jahren für ein Licht am Ende des Tunnels kämpft, das den Laden am Laufen hält und nun eine nicht regelnde Ankündigung erhält, die vom Finanzminister abhängig ist. Im wahrsten Sinne also, danke für nichts, Herr Lauterbach. Danke für nichts. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Dr. Christos Pantzatis. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ein seltenes Bild, mal die CDU und die Linke in Eintracht zu sehen hier im Plenum. Also, kommen wir zur Sachebene. Seit dem Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie den Alltag im ganzen Land auf den Kopf gestellt. Die Krise hat wie ein Brennglas bereits vorher bestehende Probleme oft offengelegt und verstärkt. Krankheitsbedingte Personalausfälle in Krankenhäusern sind mittlerweile flächendeckend zugenommen, rund 90% davon in den patientennahen Bereichen. Und am stärksten betroffen von krankheitsbedingten Ausfällen sind die Pflegekräfte. Viele Ausfälle also wegen Corona. Die Personaldecke bei Pflegekräften, die ist dadurch noch stärker ausgedünnt worden, als sie es jetzt schon ist. Und dementsprechend ist der Fachkräftemangel offenkundig. Der Mangel also an helfenden Händen, und der wurde spätestens mit der Corona-Pandemie quasi demaskiert und verstärkt. Aber Corona ist dabei leider nicht das einzige Problem. Pflegekräfte scheiden im zunehmenden Maße aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus ihrem Beruf aus. Sie benennen dabei Belastungsfaktoren, Zeitdruck, hoher Verwaltungsaufwand, organisatorische Mängel, körperliche Belastung. Und der demografische Wandel spielt ebenfalls eine Rolle. In den nächsten 10 bis 12 Jahren gehen ca. 500.000 Pflegefachkräfte in Rente. Der Mangel wird sich also verstärken bei steigendem Bedarf. Um den Bedarf abdecken zu wollen, braucht es mehr helfende Hände. Dafür müssen wir neue Kräfte sicherlich rekrutieren und alte zurückholen. Die Studie der Hans-Böckler-Stiftung Ich pflege wieder, wenn zur Berufsrückkehr und Arbeitszeitaufstockung von Pflegekräften zeigt auf, Pflegefachkräfte wären bereit, in ihrem Beruf zurückzukehren, oder ihre Stunden zu erhöhen, wenn sie dort eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorfinden würden. Es gibt nicht das eine Patentrezept, das ist uns allen klar, denn bessere Arbeitsbedingungen erfordern mehr Pflegepersonal und andersherum, um mehr Pflegepersonal gewinnen zu können, braucht es eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir als Politik müssen dementsprechend die Negativspirale aufbrechen. Denn bei sehr vorsichtiger Kalkulation beläuft es sich jetzt schon, dass ca. 300.000 Pflegekräfte in Vollzeit und in einem optimistischen Szenario sogar auf 660.000 Vollzeitkräfte, die zurückgeholt werden könnten. Das heißt also, wir brauchen eine angemessene Bezahlung durch weitere Aufwertung der Tarifbindung. Aber Geld ist nicht alles. Wir brauchen eine vereinfachte Dokumentation, Bürokratieabbau, Digitalisierung und essentiell dabei ausreichende Zeit für eine gute Pflege durch bedarfsgerechte Personalbemessung.
verlässliche Arbeitszeiten durch teambasierte Dienstplangestaltung sowie Ausfallmanagement. Im Koalitionsvertrag, meine Kollegin hat es vorhin auch gesagt, haben sich die Fortschrittskoalition dazu darauf verständigt. Sie möchte entsprechend mit dem hier vorliegenden Entwurf zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz den nächsten Schritt gehen. Für das ich Ihnen, Herr Minister, und Ihrem Haus ausdrücklich danke, denn wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir wollen eine angemessene Personalerstattung in der Pflege im Krankenhaus und essentiell, um Arbeitssituationen der Pflegekräfte als auch die Qualität der Patientenversorgung spürbar zu verbessern. Ziel ist es dabei, mit dem hier vorliegenden Gesetz Transparenz über die Personaldefizite herzustellen und darüber hinaus Krankenhäuser zu verpflichten, die Defizite mittel- bis langfristig auszugleichen. Die Maßnahme, um die Personalsituation in der Pflege in Krankenhäusern zu verbessern, führen wir entsprechend die Pflegepersonalregelung 2.0, PPR 2.1, in drei Phasen, eine Erprobungsphase ab Anfang 2023, eine Einführungsphase ab Januar 2024 und dann einer dritten Phase, der Konvergenzphase. Die Einführung wird mit Augenmaß erfolgen. Der Wunsch wird nicht sofort Wirklichkeit werden, das muss uns klar sein. Aber wir schaffen die Rahmenbedingungen, um den Bedarf der Pflege so attraktiv wie nur möglich zu machen. Die Fortschrittskoalition löst mit der Einführung einer solchen verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus ihr Versprechen ein, sich mittels struktureller Veränderungen für gute Arbeit in der Pflege einzusetzen. Gute Arbeit. Gute Arbeit in der Pflege hat nicht nur mit Respekt und Anerkennung für Beschäftigte zu tun. Ja, auch das, aber insbesondere auch mit menschlicher Würde von Patientinnen und Patienten, die auf eine qualitativ hochwertige Pflege angewiesen sind. In diesem Sinne freue ich mich auf die Ausschussberatung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Simone Borchert hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als Folge der Pandemie herrscht nicht nur in der klinischen Pflege ein Ausnahmezustand. Arbeitsbelastungen, Krankheitsausfälle sind auf dem Höchststand. Viele Beschäftigten halten diese extreme Mehrfachbelastung nicht mehr aus und wollen aus diesem Beruf heraus. Verstärkend kommt noch die Idee von unserem Gesundheitsminister hinzu, dass jetzt die Nachtdienste wegfallen sollen. Das sage ich, das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein. Damit gefährden wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten und vor allem die Qualität der Versorgung. Sie machen hier den ganzen Zinnober angeblich, um die Qualität zu verbessern, und dann kommen Sie mit so einer Idee um die Ecke. Das kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Sie pochen auf die Einhaltung starrer Quoten und Schlüssel, und damit verschärfen Sie die ganze Situation noch. Legen Sie doch einfach mal die Verantwortung in die Hände derjenigen, die die meiste Fachkompetenz haben, und setzen Sie sich mal mit Kliniken und Krankenhäusern an einen Tisch. Sie versuchen nämlich gerade als Politik die besseren Manager zu sein. Das funktioniert so nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und wegen der schlechten Bezahlung gehen die Beschäftigten aber schon lange nicht mehr auf die Straße. Die Vergütung für die Pflegenden hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Was jetzt fortgeführt werden muss, ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Mit Ihrem Vorschlag machen Sie aber genau das Gegenteil. Mit Ihrem Gesetzesentwurf verfehlen Sie das Ziel vehement, und das mit ganz klarer Ansage. Ich mache Ihnen das gerne auch an einem Beispiel sehr deutlich. Sie wollen mit der PPR 2.0 ein neues Personalbemessungsinstrument einführen. Ab dem Jahr 2025 veranschlagen Sie 5.000 zusätzliche Pflegekräfte im Klinikbereich. Die Bundesregierung selbst geht von einem zusätzlichen Bedarf von 63.000 Vollzeitpflegekräften allein in Krankenhäusern bis zum Jahr 2030 aus. Diese Info haben wir aus einer Kleinen Anfrage. Das ist unterm Strich eine Mogelpackung allererster Güte. Das wird der prekären Situation in der Pflege nicht gerecht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, momentan ist es auch so, dass es für jeden Pflegenden im Bett eine vollständige Refinanzierung gibt durch die Krankenkassen, ob der Bedarf vorhanden ist oder nicht. Das verschärft das Problem der Abwerbung. Es wird aber keine einzige Pflegekraft zusätzlich dadurch geben am Markt.
Und deswegen, meine Damen und Herren, überdenken Sie diese starren Quotenregelung. Lassen Sie mehr Dynamik und Eigenverantwortung zu. Schaffen Sie endlich Anreize für einen effizienten Einsatz von Beschäftigten und finanziellen Ressourcen. Damit sorgen Sie dann nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern Sie entlasten auch die Beitragszahler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Janosch Dahmen für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, wir befinden uns heute in der ersten Lesung zu einem sehr wichtigen Gesetz. Wie der Bundesgesundheitsminister es am Anfang bereits eingeführt hat, wir treten ein in eine wichtige Phase überfälliger Reformen im Bereich der Pflege, die seit vielen Jahren hätten auf den Weg gebracht werden sollen. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Forderung von Gewerkschaften, von der Pflege selbst, von Fachgesellschaften, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft aufgegriffen, endlich eine Personalbemessung im Bereich der Pflege einzuführen, die Licht ins Dunkel von Defiziten im Bereich der Krankenpflege bringt, die seit Jahren bekannt, aber nicht quantifizierbar ist. Die Koalition hält Wort, setzt um, was die Forderung aus der Gesellschaft ist, und das ist Gegenstand des Gesetzes. Wenn wir uns nun mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag auseinandersetzen, ist aus dem Kreis der Union zu hören gewesen, dass wir eine Situation haben, wo den Kliniken, wo den Menschen im Gesundheitswesen das Wasser bis zum Hals steht. Ja, das ist richtig. Wir erleben gerade eine neue Herbst-Winterwelle, die in erheblichem Maße die Menschen in den Krankenhäusern belastet, die durch Krankheitsausfälle dazu führt, dass die Versorgung an verschiedenen Stellen, wie es Herr Mundstadt richtig vorgetragen hat, wirklich ernst zu nehmen gefährdet ist. Das heißt, das allererste, was wir tun müssen, die Infektionsdynamik kurzfristig zu bekämpfen. Die Länder sind aufgefordert, den Handlungsrahmen, den der Bund ihnen gegeben hat mit dem Infektionsschutzgesetz, durch Maskenregeln im Innenraum umzusetzen, um hier kurzfristig Druck rauszunehmen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die langfristigen Reformen auf den Weg bringen, indem wir durch eine Personalbemessung einerseits feststellen, wo welcher Bedarf konkret vorliegt. Ein Vorschlag, der nicht nur aus dem Kreis der aktuellen Koalition kommt, sondern der im Übrigen von Ihnen aus der Union mitentwickelt wurde. Sie aber nie den Mut hatten, in den 8 Jahren, wo Sie das Gesundheitsministerium verantwortet haben, Klarheit über das Defizit zu schaffen, was de facto in unserem Gesundheitswesen besteht. Diese Ehrlichkeit, sich hier ehrlich zu machen, bedeutet auch, dass wir sehen, wie sich über Jahre eine Welle der Demografie auf unser Gesundheitswesen aufgebaut hat, die uns jetzt gravierend bedroht, und zwar in doppeltem Sinne. Einerseits durch Pflegepersonal, durch Gesundheitsfachkräfte, die ausscheiden aufgrund von ihrem Alter. Andererseits, weil die Anzahl pflegebedürftiger Menschen jetzt noch mal rapide zunimmt und uns alle hier in diesem Haus in den nächsten Jahren noch vielfach beschäftigen wird. Insofern ist es richtig, an dieser Stelle nun einzuschreiten mit Maßnahmen. Und hier möchte ich noch ein Missverständnis aufräumen, was gerade vorgetragen wurde, nicht indem man einfach sagt, nachts kommt keiner zur Arbeit, sondern indem wir uns in Zeiten knapper Ressourcen fragen, welche Fälle müssen denn wirklich im Krankenhaus behandelt werden oder welche können sinnvollerweise aus medizinischen Gründen ambulant viel besser versorgt werden. Und Maßnahmen in diesem Sinne zum Gegenstand dieses Gesetzes zu machen, hier Behandlungen in den ambulanten Bereich zu verlagern, das werden wir im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens intensiv gemeinsam miteinander beraten, gegebenenfalls ergänzen. Ich lade also die Oppositionsfraktionen ein, hier in einen konstruktiven Dialog einzutreten, nicht über das Gesetz zu schimpfen, sondern echte Probleme zu lösen. Vielen Dank. Maximilian Funke-Kaiser hat das Wort für die FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit das nicht zu kurz kommt, dieser Gesetzesentwurf, der ist auch ein notwendiger Aufschlag in Richtung Verbesserung, Entlastung und Fortschritt des Gesundheitswesens durch Digitalisierung und Technik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Ziel, das muss sein, die Verbesserung der Pflege, der Vorsorge und der Versorgung der Patientinnen und Patienten und gleichzeitig eine Entlastung der Pflegenden. Und Fortschritt ist da das Stichwort, wenn wir über Digital Health sprechen.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen, die werden nun in einem ersten Schritt endlich in die Tat umgesetzt. Und ich möchte betonen, es ist ein erster Schritt. Und es werden auch weitere Schritte durch die Digitalisierungsstrategie, die gerade von Ihnen angestoßen worden sind, Herr Lauterbach, im BMG folgen. Wir machen das nicht der Digitalisierungswillen, sondern wir machen das zum Wohle der Patientinnen und Patienten durch beste medizinische Versorgung und Vorsorge. Wir machen das zum Wohle der Pflegekräfte durch einen erheblichen Abbau der Dokumentationsaufwendungen und zum Wohle der Leistungserbringer durch einen lückenlosen Informationsaustausch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau dafür enthält dieses Gesetz einige Stellschrauben. Zum Ersten gehen wir zum ersten Mal einen Schritt der verpflichtenden Interoperabilität, ganz im Sinne der Digitalstrategie der Bundesregierung. Das ist auch ein Paradigmenwechsel der Digitalpolitik hier in Deutschland. Dadurch beflügeln wir die Verbreitung von zentralen Anwendungen der Telematikinfrastruktur und stärken auch die Rechte der Leistungserbringer. Zweitens stärken wir die Nutzerfreundlichkeit digitaler Anwendungen und drittens verbessern wir die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Telematikinfrastruktur, die ist mit ihren zahlreichen Anwendungen wie der elektronischen Patientenakte, des E-Rezeptes und dem digitalen Medikationsplans mag eine papierverschlingende Raupe Nimmersatz sein aktuell. Aber das hat nach dieser Legislaturperiode ein Ende. Und dieses Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das ist ein erster wichtiger Schritt in dieser Evolution. Es ist quasi der Kokon, ein wichtiges Stadium der Reife. Und bekanntlich folgt das Schöne darauf folgend. In diesem Sinne herzlichen Dank. Dabei. Emmy Zollner redet als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Dramatik der Situation in der Pflege begegnen wir mit Maßnahmen, die schnell und spürbar die Arbeitsbedingungen verbessern. Kurzfristig führen wir zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus die Pflegepersonalregelung PPR 2.0 als Übergangsinstrument mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ein. Was ich hier zitiere, ja, klatschen allein reicht nicht. Das hat Ihnen die Pflege immer wieder gesagt. Was ich hier zitiere, ist rund ein Jahr alt und steht im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung. Unter kurzfristig verstehe ich, dass etwas in den ersten 100 Tagen aktiv ins Parlament eingebracht wird. Und unter verbindlich verstehe ich eben gerade nicht, dass man ein erprobtes System nochmals in eine Erprobungsphase schickt, wie Sie es tun, und die Entscheidungshoheit aus dem Parlament über eine Verordnung in die Hände des Ministeriums und des Ministers legt, dass dann de facto ohne Beteiligung des Parlaments in eine ganz andere Richtung entwickelt werden kann. Und verbindlich gegenüber der Pflege ist mit Sicherheit nicht, und das haben die Kollegen angesprochen, dass das Ganze unter Finanzierungsvorbehalt, also praktisch in die Hände von Christian Lindner gelegt wird. Deshalb fordere ich Sie auf, die Dramatik, die Sie selbst im Koalitionsvertrag beschrieben haben, ernst zu nehmen und es nicht dem Ministerium zu überlassen, was mit der Pflege passiert. Und ja, es braucht eine Revolution in der Pflege. Und wenn Sie es ernst meinen mit den Menschen in der Pflege, reichen wir Ihnen als Oppositionsfraktion auch die Hand. Wir stehen bereit für eine gemeinsame, konzertierte, parlamentarische – und das ist der Unterschied – parlamentarische Aktion Pflege mit einem Bündel an Maßnahmen, den wir nicht einem Fachausschuss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder überlassen können. Denn die sind im Moment federführend in dem, was eigentlich getan werden müsste. Denn das wird dem Anspruch eines nationalen Parlaments bei Weitem nicht gerecht. Und dass Sie fachlich dringend Hilfe nötig und benötigen, wurde vorhin auch schon angesprochen. Das sieht man nämlich im Gesetzentwurf. Sie veranschlagen mit der neuen PPR 2.0 bis 2025, denn dann wird erst das ganze Instrument scharf geschalten, 5.000 zusätzliche Pflegekräfte im Klinikbereich. Und gleichzeitig beantwortet diese Bundesregierung auf unsere Anfrage hin, dass bis zum Jahr 2030 zusätzlich 63.000 zusätzliche Vollzeitkräfte im Klinikbereich gebraucht werden. Das passt nicht zusammen. Und dann frage ich mich, ja, was denn jetzt? Deshalb lassen Sie uns gemeinsam gerne in einer übergreifenden parlamentarischen konzertierten Aktion Verbindlichkeit, Schnelligkeit und Wirksamkeit für die Pflege auf den Weg bringen. Die Pflegekräfte in unserem Land haben diese Unterstützung verdient.
Ich schließe die Aussprache interfraktionell bei Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 19-3876 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe, dass Sie dem zustimmen. Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank.